Guten Tag allerseits. Wir haben letztes Mal über das RSVP gesprochen und ich habe dazwischendurch auch dann dieses Thema Softstaging angesprochen. Das war, wenn man das hier anschaut, der Sender bereitet den Pfad vor, der Empfänger führt die eigentliche Reservierung durch, also genau andersrum als beim Telefonmodell, wo ja der Sender sozusagen die Initiative ergreift und die Verbindung aufbaut, wird hier die Verbindung andersherum in Anführungszeichen aufgebaut oder sagen wir mal, die Reservierung andersherum durchgeführt. Und ich habe dann ein bisschen über das RSVP gesprochen. Wir haben dann über das Soft State gesprochen. Das heißt also, dass die Teilnehmer hier bei diesem Datenfluss, für den reserviert wird, also beim Datenfluss, bei dem die Dienstegüte kontrolliert werden kann, dass diese Teilnehmer ständig Nachrichten schicken müssen, ständig im Sinne von zyklisch immer mal wieder, alle 30 Sekunden zum Beispiel, Nachrichten schicken müssen, damit der Pfad bestehen bleibt, damit die Reservierung bestehen bleibt. Insbesondere in großen Gruppen, in so dynamischen Gruppen, wir sind ja schon irgendwie auf dem Weg zum Fernsehmodell, reservieren lohnt sich ja insbesondere für solche fernsehartigen Vorgänge, also für Verteilung auch in Multicast-Gruppen, in großen Multicast-Gruppen. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Gruppen groß sind, dass sie dynamisch sind und dass es auch das Zustandsmanagement in der großen Gruppe einfach schwierig wird. Wenn man sich sozusagen anmelden müsste bei der Kopfstation und sagen, schalt mich doch mal in den Multicast ein und irgendwann bricht die Verbindung zu einem ab auf physischer Ebene oder das Endgerät schaltet halt ab, weil man ins Bett geht, mitten im Krimi oder so, war wohl doch nicht so gut, dann müsste man das ja auch wieder mit dieser zentralen Instanz managen, damit zum Beispiel hier oder hier Ressourcen freigegeben werden können. Ja, insbesondere hier auf diesem Pfad Ressourcen freigeben, ist natürlich noch anspruchsvoller, weil der ja das ursprünglich reserviert hatte hier in die Richtung. Aber in diesem Szenario darf es ja eigentlich nur bis hier freigeben und der da muss ja weiter dranbleiben können. Also Gruppenmanagement wäre schon aufwendig und auch die Fehlersituationen dann in den Routern hier verteilt im Netzwerk zu managen, würde ein bisschen Arbeit machen. Deshalb gibt es eben diesen Path State Timeout, die Reservierungen verfallen nach kurzer Zeit. Quellen senden periodisch die Pass-Nachrichten, Empfänger senden, und zwar alle Empfänger senden periodisch die Reservation-Nachrichten, sodass dieser Flow hier bestehen bleibt. Allerdings haben wir noch ein weiteres kleines Problem hier. Hier steht Paketraten sollte das vielleicht heißen, Plural, ne? Oder nicht Plural, aber was wird kontrolliert? Die Paketrate. Also brauchen wir jetzt hier wie ein Genitiv, oder? Nee, dann stimmt es ja doch. Also gut, die Paketrate soll kontrolliert werden. Trotzdem finde ich Kontrolle der Paketrate. Ja, Kontrolle der Paketrate, ne? Ja, wer kann sich vorstellen, warum man das braucht? Das Schlüsselwort steht hier, Gruppen sind groß. Ja, die Antwort, nachdem keiner Lust hat zu sagen, bei solchen Fragen weiß ich ja nie, ob sie es nur nicht sagen wollen oder ob sie es wirklich keine Idee haben. Wenn diese Gruppe groß ist und hier, sagen wir mal, 20.000, 30.000 Leute beteiligt sind als Empfänger. Und alle 20.000, 30.000 würden alle 30 Sekunden solche
solche Reservation-Nachrichten schicken, dann wäre das Netzwerk ganz schön beschäftigt. Deshalb muss man irgendeinen Ansatz finden, dass dieses Intervall, in dem die diese Reservierungsnachrichten den Refresh schicken, also einfach die Reservierungsnachrichten wieder schicken, um den Pass-State-Timeout zu verhindern, dass sie das justieren können. Deshalb werden diese Pfadnachrichten auch in der Multicast-Gruppe, nicht die Pfadnachrichten, die Reservation-Nachrichten auch in der Multicast-Gruppe geschickt, kommen also auch bei den anderen an, und wenn eine Station wie der hier schon viele Pass-Nachrichten gesehen hat in einer gewissen Zeiteinheit, dann schickt es halt nicht so häufig. Das muss man, die Frequenz muss man anpassen an die Frequenz der eigenen Pfadnachricht muss man anpassen an die Gruppengröße. Und die Gruppengröße kann man schätzen, indem man selber in der Gruppe zuhört, wie viele von diesen Pfadnachrichten gibt es denn. Und eine gute Faustformel ist, dass für die Verwaltung oder eine vernünftige, Überlegung ist, dass diese Verwaltungsinformation durch Reservation-Nachrichten und anderes, wir wollen ja noch ein paar Zustandsnachrichten vielleicht schicken, dass das nicht mehr, also andere Zustandsnachrichten, wie viele Pakete kommen an, dass das nicht mehr sein sollte als 10% vom Datenfluss auf dieser Multicast, in Anführungszeichen, Verbindung. Gut, und da alle diese Nachrichten kriegen, kann man dann auch entscheiden, wie viel man selber schicken sollte. Man muss also einfach einen Zufallsgenerator richtig füttern, sodass der, wenn man alleine ist, alle 30 Sekunden schickt, und wenn man nicht alleine ist, wenn da 10.000 andere existieren, dann entsprechend weniger. Trotzdem muss man immer mal wieder auch selber welche schicken, denn wenn sich alle nur auf die anderen verlassen, geht es auch wieder nicht. Wir müssen einfach unseren Würfel justieren, mit dem wir entscheiden, ob wir unseren Zufallsgenerator justieren, mit dem wir entscheiden, ob wir es schicken oder nicht. Ja, das war also noch der Rest von der Netzwerkschicht, nennen wir es durch mal Netzwerkschicht im TCP/IP. Im IP-Netzwerk, in diesem TCP/IP-Stapel, den nennt man gerne so, obwohl es natürlich auch noch ein paar andere Protokolle gibt, außer TCP auf Schicht 4. Und über die Schicht 4, da möchten wir jetzt sprechen. Passenderweise hat das in der Kapitelnummerierung der Vorlesung jetzt auch die Nummer 4. Das ist aber wahrscheinlich Zufall. Ich habe das Protokolle genannt. Denn das, was man so intuitiv unter Protokoll versteht als Informatiker, als Rechnernetz, Forscher, als Rechnernetzentwickler, das findet im Internet im Wesentlichen oder zumindest in voller Schönheit auf dieser Schicht 4 statt. Ja, es gibt weiter oben Protokolle, wenn wir das HTTP anschauen, aber am Ende ist das HTTP doch irgendwie eine von der Komplexität, von der Protokollkomplexität eher etwas Dünnes. Und das IP, wir haben es ja selber gesehen, da über Protokoll zu sprechen, ist schon ganz schön übertrieben. Und es ist halt ein Header und ein paar Vereinbarungen dazu, aber State Machines und so weiter, das ist mehr mit einem Protokoll assoziiert, das gibt es da eigentlich nicht. Also wenn wir über Protokolle reden, dann meinen wir ganz häufig auf der Schicht 4, auf dieser Transportschicht, Protokolle. Das kennzeichnende Transportschicht, das haben wir ja beim ISO-OSI-Schichtenmodell schon diskutiert, und das ist auch hier wieder so. Es ist die End-zu-End-Instanz, die wichtigste End-zu-End-Instanz per se, abgesehen von Applikationen. Also hier gibt es eine Kommunikationsbeziehung zwischen Endgeräten auf der Schicht 4, auf der Transportschicht. Weiter unten drunter hat man eigentlich Kommunikationsbeziehung mit dem nächsten Hop im Netzwerk.
Und auf Schicht 2, nun gut, da haben wir schon ein Protokoll gesehen gehabt, das HDLC, was irgendwie den Namen auch verdient. Da hat man aber auch Kommunikationsbeziehungen zum nächsten Hop, außer man benutzt das HDLC einfach nochmal frech auf eine weiter oben existierende Schicht. Man könnte die Funktionalität vom HDLC auch durchaus auf der Transportschicht nochmal benutzen, wenn man das denn möchte. Für uns hier besonders wichtig sind aber jetzt diese Transportprotokolle, und deshalb steht da oben Protokolle drüber, und ich diskutiere hier in diesem Kapitel insbesondere Transportprotokolle. Wir reden aber auch über Mechanismen, die grundsätzlich nötig sind für Protokolle. Also wir haben End-zu-End-Verbindungen, Kommunikationsbeziehungen, Kontext der Kommunikation, der End-zu-End gilt, und somit, naja, weil die Verbindung ja als Kontext der Datenübertragung definiert haben, haben wir auch eine End-zu-End-Verbindung. Und jetzt gibt es ein paar Aufgaben, die so ein Protokoll erledigen muss. Die Kundschaft, die Dienstebenutzer, die kommen zu dem Transportprotokoll, möchten eine End-zu-End-Verbindung haben, und zwar mit jemand anderes am anderen Ende eben. Wir müssen also den Partnerprozess finden. Und daraus folgt dieses Port-Konzept. Nehmen wir mal an, wir haben das andere Endgerät schon identifiziert, mit einem Hostnamen, der dann irgendwie auf eine IP-Nummer abgebildet wird. Diese IP-Nummer, die wird dann allerdings in der Schicht drunter, in der Netzwerkschicht, verarztet. Wir müssen immer noch im anderen Endgerät den Partnerprozess finden, und dazu haben wir eben das Port-Konzept, und wir haben es schon diskutiert. Das ist so eine Art Subadressierung in dem Gerät auf der anderen Seite. Und hinter so einem Port, wenn wir mit dem anderen kommunizieren wollen, da muss es auch einen Prozess geben, der da was in Empfang nehmen kann. Wenn es den Prozess nicht hat, dann kann man zu dem Port auch vernünftigerweise keine Daten schicken, denn die müssten ja an diesem anderen Port auf der anderen Seite auch verworfen werden. Das ist ein wichtiger Gedanke dabei. Zu einem Port, damit man das hinschicken kann, braucht es auch einen Prozess, der da hinter dem Port steht und die Daten in Empfang nimmt. Ähnlich wie, das mit den Ports, das können wir uns vorstellen, mit den Hausnamen und den Ports, das können wir uns vorstellen, wie ein Wohnhaus, in dem es 100 Wohneinheiten gibt und eine Straßenadresse, die Hausnummer 17, in einer Straße, also was weiß ich, Meierstraße Nummer 17, das identifizierte Haus, das sehen wir als Hausadresse an, und da steht jetzt der Briefträger mit so einem Stapel Briefe für diese 200 Apartments da drin, und er muss das weiterverteilen. Und deshalb gibt es da diese große Wand mit den Briefkästen. Und dann steckt er das da rein, vielleicht, hoffentlich stehen da schon Apartmentnummern. In Amerika war das zum Beispiel so, dass da Apartmentnummern stehen. Hier in Deutschland muss er aber die Namen angucken und das dann ins richtige Fach reinwerfen. Aber das ist sowas wie Ports, die Briefkästen. Und wenn hinter dem Port kein Prozess steht, der das entgegennimmt, dann passiert das, was wir manchmal sehen, dass diese Briefkasten überquillt und die Briefe schon vorne draußen raushängen. Das wollen wir natürlich nicht, und wir versuchen das dann auch, müssen das auch irgendwie in unserem Transportprotokoll hinkriegen, wenn es da keinen Prozess gibt, dass man dann da keine Verbindung aufnehmen kann, damit der Briefkasten genau nicht überquillt. Also das steckt hier hinter dem Port-Konzept dahinter, hinter Partnerprozess finden. Und wenn wir mit den Ports, mit den well-known Ports nicht mehr klarkommen, also 80 für den Webserver und so weiter, dann brauchen wir eine weitere Instanz, Object Request Broker, zum Beispiel den CORBA oder sowas, Port Broker wird das auch manchmal genannt,
Ja, das habe ich, darüber habe ich in einer Vorlesung erzählt. Die Vorlesung hat es jetzt im Augenblick schon nicht mehr. Die kommt vielleicht mal irgendwann wieder. Aber am Ende der Vorlesung kommen wir da vielleicht nochmal, wenn wir diese Vorlesung rechnen jetzt, kommen wir nochmal vielleicht nochmal auf diesen Teil mit diesen Request Brokern. Also, wir müssen erstmal den Partnerprozess finden, und wenn wir den haben, muss das Transportprotokoll eine Verbindung aufbauen, diesen Kontext erzeugen. Und für den Kontext erzeugen, da müssen wir zum Beispiel Ressourcen anlegen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Ressourcen, und eine Ressource, die ganz wichtig ist, ist Platz für ankommende Daten. Ein Puffer. Ohne so einen Puffer können wir nicht sicherstellen, dass wenn Daten ankommen, dass wir die auch aufheben können. Und wenn es dumm läuft und wir haben keinen Puffer oder wir haben nicht genügend Platz im Puffer, dann müssen wir die Daten verwerfen. Wir haben also Durchsatz im Netzwerk verplempert. Also wir müssen genügend Ressourcen anlegen, wir müssen die Dienstegüte verhandeln, und ja, wir müssen auch im Protokoll auf beiden Seiten eine Zustandsverwaltung betreiben, zum Beispiel den Automaten instanzieren. Indem solche Sachen gespeichert werden wie, ja, die Verbindung ist aufgebaut und wir haben Fehler bei der Datenübertragung, wir sind im Recovery-Modus, die Verbindung ist jetzt schon wieder halb abgebaut, jetzt ist sie ganz abgebaut. Also solche Zustände müssen wir verwalten, und über die Zustandsdiagramme, diese Automaten, werden wir sicher auch sprechen. Also hier brauchen wir die Automaten, wir haben sie schon mal gebraucht beim HDLC, jetzt brauchen wir sie hier wieder, über die ich in den Grundlagen der Informatik was erzählt habe. Das war nicht nur, um Turing-Maschinen zu basteln. Und als nächstes müssen wir uns um den Datenaustausch kümmern. Und dieser Datenaustausch, ja, zunächst mal erscheint einem das irgendwie trivial. Ja, da kriegen wir von dem benutzenden Prozess eine PDU, schön abgepackt, ein Paket, und das übertragen wir. Das ist aber, ja, so geht es natürlich, aber für den Benutzer ist das gar nicht so komfortabel. Was der Benutzer nämlich eigentlich hat, ist ein Strom von Daten. Jetzt könnte man sagen, oh, hört, dann gehen wir halt dem Transportprotokoll gleich die ganze Datei, die wir übertragen wollen, die ganzen 1,5 Gigabyte. Das ist vielleicht der falsche Ansatz. So viel Speicher haben wir in der Regel gar nicht. So viel Speicher kann auch der TCP gar nicht herzaubern oder ein anderes Transportprotokoll gar nicht herzaubern. Wir müssen denen das schon häppchenweise geben. Eins nach dem anderen. Und das ist jetzt die Frage, geben wir das denen byteweise oder müssen wir das schon richtig schnüren und verpacken? Sodass wir es eben der so 1500 byteweise geben müssen oder 2000. Oder wenn das Netzwerk ein bisschen anders ist, gehen es nur 500, die wir dem geben können. Das funktioniert irgendwie nicht. Diese Leistung, wie groß darf das denn sein, die hätten wir vielleicht gerne auch mal abstrahiert. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn diese Datentransportfunktion sowas wie einen Pipeline-Charakter hätte. Pipeline-Charakter wie am einen Ende was reinstopfen und am anderen Ende kommt es dann schon raus. Wird transportiert. Wenn es viel ist, stecken wir ständig hier hinten rein und es kommt ständig auf der anderen Seite raus. Wenn es ein bisschen ist, dann steckt man das rein und es kommt auch auf der anderen Seite raus. Anwendungen dafür, wenn es ein bisschen ist, wir sitzen vor der Tastatur und drücken da manchmal drauf. Und diese Buchstaben werden übertragen zum Server, der macht was und es kommt wieder zurück. Die Anwendung dafür heißt Telnet. Und wenn man sich das jetzt mal überlegt, da erwarten wir jetzt also von unserem Dienst, ich schreck da mal einen Charakter rein, ich weiß nicht, wie schnell Sie tippen können, bei mir sind das höchstens 2-3 Stück pro Sekunde. Mehr kriege ich schon vernünftig gar nicht hin. Naja, manche Leute, die richtig gut sind, die schaffen auch 6-7 Anschläge pro Sekunde. Aber für einen Computer, für so ein Protokoll ist das ja eigentlich nichts. Und in der Regel, wir sitzen ja auch nicht die ganze Zeit davor und tippen wie die Wilden am Telnet, sondern wir tippen mal irgendwie
3-4 Buchstaben oder meinetwegen auch 20 Buchstaben, dann soll das da irgendwie hin und dann wollen wir mal den Computer am Arbeiten sehen. Und dann soll er uns eine Antwort geben, die vielleicht na dann schon ein paar hundert Byte ist. Und es wäre schön, wenn wir das in das Protokoll einfach unsere Bytes da einzeln, wie sie von der Tastatur kommen, reinstecken. 3-4 Stück und weg damit, das soll er sich darum kümmern, dass das gemacht wird. Und wenn wir noch was haben, dann stecken wir es eben auch noch rein. Was wir als Anwender gar nicht so gerne machen, ist paketisieren, schnüren und so weiter. Das macht ja schon Arbeit. Das sieht man ja auch, wenn man Pakete vor Weihnachten packt. Also dieses Aufteilen, Verpacken und so weiter, das wäre schön, wenn es unser Protokoll für uns erledigen könnte. Einfach die Weihnachtsgeschenke hingeben und sagen, es muss dahin und dann wird es erledigt. Das Zweite, was zu machen ist, ist sowas wie Fehlerkontrolle. Das Äquivalent im richtigen Leben ist sowas wie Einschreiben schicken oder so. Auch darum würden wir uns gerne, wir hätten gerne, dass dieser Datentransport so stromorientiert erfolgt und sicher erfolgt. Das ist zumindest die Maximalforderung. Und wir hätten gerne, dass das erledigt wird. Wir brauchen also im Protokoll, in so einem Transportprotokoll, wenn wir eine sichere End-zu-End-Verbindung haben wollen, dann sollen die sich um die Fehlerkontrolle kümmern und um die ganze Verpackerei. Wenn das Geschenk zu groß ist, dann muss es eben in mehreren Teilen geschickt werden. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, dann muss es auch geschickt werden, sauber verpackt werden, soll nicht zerbrechen und so weiter. Und am Ende müssen wir den Verbindungsabbau durchführen. Der Verbindungsabbau ist auch wieder sowas, auf den ersten Blick hin, sieht es auf, dann hören wir halt auf. Ne? Aber wir müssen tatsächlich ein bisschen mehr machen. Ich habe hier oben gesagt, Ressourcen anlegen. Also die Ressourcen müssen wieder freigegeben werden, sowohl in den Endgeräten, als auch wir müssen dem Netzwerk mitteilen, die Ressourcen brauchen wir jetzt nicht mehr. Oder wir müssen aufhören, diese Reservierungspakete zu schicken für den Softstate. Also das ist auch eine Arbeit, die erledigt werden muss. Und ich habe absichtlich bei Verbindungsaufbau hinten dran Aufräumen geschrieben. Und das ist der wichtigste Teil. Oder die meiste Arbeit da dran. Und jetzt müssen wir uns einzeln um diese Aufgaben kümmern, die da zu erledigen sind. Erstmal etwas abstrakter, generell Konzepte angucken und danach konkret am Beispiel vom Protokoll. Natürlich werden wir uns da den TCP vornehmen. Weil eben das ist, was man heutzutage so macht. Aber ich habe auch noch andere Beispiele. Wir überlegen uns nochmal kurz, welche Fehlerarten hatten wir, kannten wir. Da ist als erstes mal eine Meldung verlieren. Unten drunter auf der Netzwerkebene wird eine Nachricht, ein IP-Paket zum Beispiel, oder in irgendeinem anderen Netzwerkstapel eben ein Paket auf der Netzwerkschicht verworfen. Im Router. Oder im Empfänger ist kein Platz im Puffer. Oder das Paket wird irgendwie anders zerstört, die Prüfsumme stimmt nicht, es sind ein paar Bits umgekippt. Und es können ja die lustigsten Sachen unterwegs passieren. Verlust der Meldung, Verfälschung der Meldung, Bitfehler, zwischendrin ist eine Zelle verloren gegangen, mein ATM-Beispiel, was ich da hatte, IP über ATM. Und das nächste, was auch noch passieren kann, ist, wir schicken ja mehrere Pakete, die können sich überholen in der Reihenfolge. Die Reihenfolge stimmt nicht, wenn es ankommt. Oder es können vielleicht sogar dupliziert werden, aus allerlei Gründen. Klassischer Grund, ich schicke eine Bestätigung auf eine Meldung und die Bestätigung geht verloren. Dann glaubt der Sender, oh, ist nicht angekommen, ich muss es nochmal schicken. Und schon haben wir ein Paket dupliziert. Und dann stimmt natürlich auch die Reihenfolge nicht. Ne? Ich gebe das Paket 1, 2, 3, 4, 5. Meine Bestätigung für 3 geht verloren. Der andere schickt es 3 nochmal. Jetzt haben wir es doppelt und es ist ganz hinten dran. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 3 geht verloren. Der andere merkt, dass er 3 nochmal schicken muss. Dann habe ich also als wirkliche Empfangssequenz 1, 2,
4, 5 und dann 3, weil sie erst hinterher angekommen ist. Also um diese, ja, das ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig schwierig, diesen Teil hier zu bearbeiten, aber man muss es eben irgendwie bearbeiten, sonst kriegt man es nicht, sonst hat man ein Problem. Pakete doppelt oder in der falschen Reihenfolge. Man macht sich beim Lesen vom Text eben auch schlecht, wenn da irgendwelche Zeilen vertauscht sind oder Absätze. Die Fehlerarten, die wir kennen, und jetzt müssen wir über das Erkennen von solchen Fehlern kurz was sagen, Mechanismen. Das hier, Verfälschung der Meldung, das kriegen wir mit der Prüfinformation raus. Als Transportprotokoll. Oder vielleicht auch schon weiter unten. Wenn wir jedes Paket, das wir schicken, als Transportprotokoll mit einer Prüfsumme versehen und der Empfänger kriegt dieses Paket und lässt mal eine Prüfsumme, berechnet die Prüfsumme und stellt fest, die stimmt nicht, dann muss man das Paket verwerfen, das man da bekommen hat. Und warum dass die Prüfsumme nicht stimmt, das kann einerseits sein, weil ein Bitfehler verloren gegangen ist oder das IP hat unten drunter fragmentieren müssen und, und. Da gibt es viele mögliche Fehlerchen, die da passieren können. Also die Prüfinformationen, die können sowas rauskriegen und außerdem benutzen wir noch Sequenznummern. Unsere erste Protocol Data Unit, unsere zweite, unsere dritte, unsere vierte, unsere fünfte. Oder, naja, was wir als Sequenznummer nehmen, wir werden dann auch noch eine andere Möglichkeit, Sequenz zu spezifizieren, kennenlernen. Wir können nämlich auch einfach unsere Bytes durchnummerieren. So, diese Fehlerarten, wir haben den Fehler erkannt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, also der Empfänger hat einen Fehler erkannt, beziehungsweise in manchen Situationen kann er die Fehler auch gar nicht erkennen. Wenn Sie als Sequenz Nummer 1, 2, 4 und 5 kriegen, dann wissen Sie zwar, dass da was nicht stimmt, aber wir wissen ja immerhin noch nicht, wie wir dem Sender, der ist ja der Einzige, der beheben kann, das kommunizieren müssen, dass da jetzt was fehlt. Wenn wir das 4 kriegen, könnte man natürlich einfach schon mal schnell schicken, 3 fehlt. Das ist aber vielleicht gar nicht so gut, wenn wir das ihm sofort schicken. Es könnte ja sein, dass der Vierer im Netzwerk den Dreier überholt hat und dass der Dreier kurz danach kommt. Wenn wir ihn dann schicken, wenn der Dreier bei uns ankommt, wir schicken, ja, der Dreier fehlt, aber noch so fast gleichzeitig. Ich meine, wenn wir bei diesem Protokoll austauschen, da malt man sich am besten diese schönen Bilder. Ja. 1, 2, ja. Machen wir jetzt anders, machen wir jetzt mal so, das braucht einfach länger, 4, wenn wir dann an dieser Stelle sagen würden, hey, was ist mit 3, an dieser Stelle und dann kriegen wir, hier kommt es 4, wir können ja hier sehen, ach, da fehlt aber einer in der Sequenz, und wenn wir dann gleich fragen, was ist jetzt mit dem Dreier los? Dann würdet ihr den hier nochmal schicken und wir hätten gerade so eins doppelt. Also so hektisch gleich losschicken, oh, da stimmt was nicht, da stimmt was nicht, das ist gar nicht so gut. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kann man Nachrichten überhaupt vernünftig bestätigen. Wir können Acknowledgements schicken. Für alles, was wir kriegen, schicken wir eine Bestätigung. Wenn wir was nicht kriegen, schicken wir keine. Wenn der Sender was nicht bestätigt bekommt, dann schickt es halt nochmal. Über den Mechanismus muss man gleich noch ein bisschen reden. Wir könnten Rückfragen schicken, Negative Acknowledgements. Müssen wir uns darüber im Klaren sein, die dürfen wir nicht zu hektisch schicken. Und zweitens muss man uns darüber im Klaren sein, dass diese Dinge hier ACK und NACK auch verloren gehen können. Wenn wir nur negative Acknowledgements schicken würden, was als erstes vielleicht vernünftig erscheinen könnte,
Wenn wir nur negative Acknowledgements schicken würden, aber wissen, dass die auch verloren gehen können, dann könnte es passieren, dass wir ewig auf die Nachricht warten. Wenn es 3 verloren geht, hier in diesem Szenario wirklich verloren geht, und die Nachfrage, hey, was ist mit 3, auch verloren geht, dann warten wir noch länger. Also eigentlich ist das mit dem NAC vielleicht gar nicht so vernünftig. Wir haben jetzt hier schon 2 Probleme festgestellt. Zu hektisch geht nicht. Wir müssen also irgendwie so eine Zeitüberwachung für den NAC hier einrichten. Müssten wir. Und zweitens, es gibt noch ein weiteres Problem. Schauen wir uns mal diese Situation hier an. 1, 2, 3. Woher sollen wir jetzt hier wissen, dass 3 geschickt worden ist als Empfänger? Vorschläge? Wir müssten vielleicht vorher wissen, wie viel denn kommen muss, aber... Wie kriegen wir raus, dass wir jetzt hier einen NAC schicken müssen? Eigentlich gar nicht. Das weiß nämlich nur der Sender, dass da jetzt was kommen müsste. Oder eigentlich freut sich aber der Sender, dass kein NAC kommt, dass keine Nachfrage kommt. Hat also geklappt. Das mit dem NAC ist irgendwie schwierig. Das mit dem ACK, dass wir immer im positiven Fall eine Bestätigung schicken. Naja, die fällt aus, dann kommt das 3 nochmal und dann kommt die Bestätigung. Das produziert mehr Verkehr. Ja, aber so ist es eben. Deshalb empfehle ich, diese ACKs auch Piggyback mitzuschicken. Also wenn man Daten schickt, dann könnte man auch gleich noch die Bestätigung für das, was man vorher schon bekommen hat, mitschicken. Und so war es zum Beispiel beim HDLC. Sie erinnern sich vielleicht noch. Wer erinnert sich? Einer, die anderen waren gar nicht da beim HDLC, da war ich hier allein. Beim HDLC hatten wir das mit dem Receiver ready und dem Receiver not ready und den Sequenznummern genauso, damit das, dass die auch in jedem Paket, insbesondere in den iFrames, mitmarschieren konnten. Zu dem ganzen Thema fehlerfrei und so muss ich, oder Fehlerbehebung, muss ich noch eine kleine Anmerkung machen. Eigentlich glaubt man ja, Fehlerkontrolle ist was Nützliches. Aber, wie Sie hier sehen, an dieser Stelle, bedeutet Fehlerkontrolle auch, dass hier zwischen dem 2er und dem 3er, bis ich ihn dann habe, eine ganze Weile gewartet werden muss. Eigentlich sollte die 3 hier schon sein, aber es dauert noch. Und wenn man das hier realistisch malt, dann kann der andere überhaupt, wenn das NAC fehlt, erst eine ganze Weile später maßstäblich zeichnet, den Dreier nochmal schicken, denn vor diesem Zeitpunkt könnte die Bestätigung gar nicht da sein. Und jetzt muss man noch ein bisschen Puffer vorsehen, bis man das nochmal schickt. Also hier haben wir dann eine ganze Weile Zeit, bis dann das 3 wirklich eintrifft. Das ist ganz okay, wenn wir einen Pfeil übertragen, dass er auf der anderen Seite am anderen Computer abgelegt werden soll. Da finde ich das gut. Diese Lücke ist aber ausgesprochen störend, wenn ich Audio und Video übertrage. Da haben wir nämlich die Echtzeit. Was haben wir denn davon, wenn das 3 hier erst so viel später ankommt? Wenn es ein Stück Musik ist, das da gestreamt wird, hören wir eine Weile lang gar nichts. Stille. Oder das YouTube-Video bleibt stehen. Na toll.
Wenn wir telefonieren, geht es überhaupt nicht. Der andere quasselt ja weiter, egal ob da die Pakete verloren gehen oder nicht. Also so eine Bestätigung ist bei einem Echtzeitkommunikationsdienst wie Telefonie oder Videotelefonie völlig wertlos. So eine Wiederübertragung. Das heißt, eigentlich könnte man, wenn man so einen Echtzeitdienst hat, auf diesen ganzen Kram hier verzichten. Wir möchten Fehler erkennen, aber wir möchten Fehler nicht reparieren. Text und Bild sind eigentlich tolerant gegen irgendwelche Bitfehler. Wenn wir es fertig bringen würden, herauszukriegen, ob jetzt der Bitfehler in der Protokollinformation oder im Inhalt ist, könnten wir auch bei Audio und Video und Text und Bild durchaus auch mal mit einem Bitfehler leben. Die Menschheit hat hunderte von Jahren mit Druckfehlern in Zeitungen gelebt. Sogar vielen Druckfehlern. Jetzt sind es zwar keine Druckfehler mehr, sondern irgendwelche falschen Wörter, weil der Spelling-Checker da was dran macht, ne, Intervall und so. Aber eigentlich sind die Medien, in denen die Menschen kommunizieren, fehlertolerant. Das Einzige, was nicht fehlertolerant ist, was wir in Netzwerken übertragen, sind Apps, Programme, Linux-Distributionen. Sachen, die hochgradig komprimiert sind. Das ist nicht mehr fehlertolerant. Alles andere ist eigentlich fehlertolerant. Und deshalb schreibe ich hier hinten noch dran, Fehlerkontrolle sollte auch kontrollierbar sein. Eigentlich möchte ich gerne, dass die abschaltbar ist. Oder zumindest konfigurierbar ist. Ich möchte gar nichts haben, also wenn man mal grob drei Klassen einteilt, gar nichts. Ich möchte haben, dass Fehler mir mitgeteilt werden, aber ich den Rest der Daten trotzdem noch kriege. Und ich möchte komplette sichere Übertragung, das heißt Fehler werden auch behoben. Drei Klassen möchte ich mindestens haben. Eine Forderung. Jetzt schauen wir uns verschiedene Arten der Fehlerkorrektur an. Wenn wir denn korrigieren wollen, um unser Betriebssystem-Update fehlerfrei zu kriegen, um unsere App fehlerfrei zu kriegen, um das MP3-File fehlerfrei zu kriegen. A posteriori heißt im Nachhinein. Das sind die 3, 4 Chancen, die ich im Jahr habe, mit meinen tollen Lateinkenntnissen aus 9 Jahren Gymnasium zu prahlen, auf die ich sonst überhaupt nicht stolz bin. War nämlich wertlos. Für mich. Also a posteriori heißt im Nachhinein. Im Nachhinein bedeutet, nachdem wir die Fehlersituation irgendwie detektiert haben, nochmal übertragen. Retransmission. Da gibt es 2 Techniken. Entweder können wir genau das übertragen, was fehlt. Dann müssen wir aber auch präzise kommunizieren, was gefehlt hat. Oder umgekehrt vielleicht, wir müssen präzise kommunizieren, was wir bekommen haben. Hört sich trivial an, ist es nicht, schon mal wieder. Denn in dieser Situation hier, ich repariere jetzt diese Zeichnung oder ich baue jetzt diese Zeichnung um, drei geht verloren, 4 kommt an, 5 kommt an. Dann müssten wir hier, damit wir so eine Retransmission kriegen, hier übertragen. Okay, 1 habe ich gekriegt, 2 habe ich gekriegt, dann nix. 4 habe ich gekriegt, 5 habe ich gekriegt. Da brauchen wir schon ein bisschen komplexere Datenstruktur. Selective Acknowledgement brauchen wir da und das ist nicht, naja, das ist natürlich eigentlich kein Problem, sowas zu machen, aber es muss sauber in die Protokollmaschine eingebaut sein, damit nichts schief geht. Go back in ist das, was man früher einfach immer gemacht hat. Da hat man hier an dieser Stelle nicht übertragen, 4 und 5 habe ich gekriegt, sondern hat man geschrieben, als nächstes
bitte 3. Und dann hat der andere, die andere Seite 3, 4 und 5 übertragen. Das ist ein bisschen Verschwendung, aber es ist einfacher zu implementieren. Also, go back in für den Fall, dass dann eben, dass wir das nicht vernünftig kommunizieren können, was wir gekriegt haben. Das hört sich einfach an, wenn wir da 5 Pakete geschickt haben und eins davon ist verloren gegangen. Aber was ist, wenn wir 27 Pakete geschickt haben und das dritte, das zehnte und das 15. ist nicht angekommen? Dann wird es schon ein bisschen schwieriger, das vernünftig zu übertragen. Und naja, beim TCP kann man zum Beispiel gar nicht so viel Information mitschicken, was da angekommen ist und was nicht, weil das Feld begrenzt ist. Der TCP-Header darf nicht so groß werden. Das Erste, was ich kurz sagen möchte, ist die aktive Fehlerkontrolle. Hier nochmal gezeichnet. Wir schicken Informationen, der merkt, dass es verloren gegangen ist, irgendwie, Zauberei, und es kommt die Rückfrage und dann wird die Information wiederholt. Also das ist eine Retransmission. Hier, das können wir beides als Go-Back-N oder Selektive überinterpretieren, weil es hier ein einfacher Vorgang ist. Also NAC bei fehlerhafter Übertragung. Wie merkt der Übertrager, der Empfänger, dass ein Paket fehlt? In diesem Szenario kann er es eigentlich gar nicht merken. Er könnte es nur merken, wenn dann bei ihm ein Paket ankommt und da ist ein Bitfehler drin. Wird das funktionieren? Frage ans Publikum. Würde das funktionieren? Würde ich fragen, wenn es wirklich funktionieren würde? Sollen wir mal abstimmen? Funktioniert das? Jetzt machen wir mal ein Quiz. Wer ist für, ja, das funktioniert? Einer, zwei? Anderthalb. Wer ist, nein, das funktioniert nicht? Zwei. Das wäre natürlich gemein, wenn ich fragen würde, warum. Aber ich erzähle es Ihnen. Wenn ich ein Paket kriege und da ist ein Bitfehler drin, dann könnte der Bitfehler auch die Paketnummer getroffen haben. Und dann würde ich genau Durcheinander anrichten. Aber richtiges Durcheinander. Es könnte sogar sein, dass das Paket gar nicht für mich war, sondern für jemand anders war. Für einen anderen Port oder so. Und dann würde ich die State Machine von dem Gegenüber durcheinander bringen. Also das ist irgendwie schwierig. Und wenn wir eine fehlerhafte Rückfrage stellen, dann kann es sogar passieren, dass der andere das schickt, wonach worum er gebeten wird. Und dann sagen wir wieder, nö, das ist es aber gar nicht. Und dann schicken wir nochmal unsere fehlerhafte Rückfrage und dann geht das so lustig dahin. Also das NAC kann man eigentlich gar nicht so richtig empfehlen. Die passive Fehlerkontrolle gefällt besser. Der Empfänger, der ist passiv in dem Sinne, dass er sich nicht anmaßt, die Fehler beurteilen zu können. Das Einzige, was er macht, ist, dass er bestätigt. Wenn er was positiv bestätigt, wenn ich was bekommen habe, dann sage ich, ja, habe ich. Und der Sender muss sich darum kümmern, dass es dann auch komplett wird. Der muss also die positiven Bestätigungen aufsammeln und sich dann überlegen, okay, das ist angekommen, das ist angekommen, das ist angekommen, ah, das nicht, das schicke ich nochmal. Dazu braucht der Sender aber einen Timeout. Der Sender schickt ein Stück Information und gleichzeitig, wenn er dieses Paket abschickt, stellt er sich einen Timer. Zum Beispiel, na, wie lang sollte der Timer sein? Sprechen wir gleich noch drüber. Er stellt sich einen Timer und wenn der Timer abgelaufen ist, Alarm, 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 naja, erstmal machen wir den Fall, Timer, die Bestätigung kommt, bevor der Timer abgelaufen ist, dann wird er zurückgesetzt. Und es klingelt nicht, kein Alarm. Beim Ausbleiben der Bestätigung, Information geht verloren, hier klingelt der Alarm, der schickt die Information nochmal.
Und das ist auch wetterfest, wenn die Bestätigung verloren geht, funktioniert es genauso. Hier, wenn das NAC verloren geht, die Rückfrage verloren geht, was ist dann? Nix. Dummes Gesicht. Also, wenn die Bestätigung verloren geht oder wenn die Information verloren geht, Timeout passiert, Information wird nochmal geschickt, dann kommt hoffentlich die Bestätigung an und dann ist gut. Das ist zumindest sicher. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen mehr schicken, in diesem Falle hier, als wir schicken müssten. Und wenn der hier Informationen kriegt, die Bestätigung geht verloren, die Information kommt nochmal, dann zuckt er eben mit den Schultern und schickt die Bestätigung nochmal. Genauso wie der andere, wenn man so will. Wofür wir sorgen müssen, ist, dass dieser Timeout die richtige Länge hat. Zu kurz bedeutet, der Alarm klingelt, bevor die Bestätigung da ist und wir übertragen zu viel. Zu lang bedeutet, unsere Datenübertragung bleibt einfach zu lange stehen. Geht nicht weiter. Also beides ist zu lang und zu kurz ist schlecht, wie so üblich. Und die vernünftige Länge ergibt sich aus dem Roundtrip-Delay. Wir müssen uns überlegen, also der Timeout kann auf keinen Fall kürzer sein als ein Roundtrip. Und zwar auch ein Roundtrip unter schlechten, in Anführungszeichen, Umständen. Deshalb ist es vielleicht eine gute Idee, wenn man diesen Timeout so 2,5 Mal den Roundtrip hin und wieder zurückwählt. Es kann ja sein, dass das Netzwerk mal irgendwie stockt oder der andere Prozessor ist gerade beschäftigt mit Paging oder sonst was und die Bestätigung wird einfach verzögert. Wir müssen dafür sorgen, dass der Roundtrip so deutlich länger, nicht der Roundtrip, der Timeout deutlich länger ist als ein Roundtrip, aber auch deutlich kürzer als ein Vielfaches im Sinne von 3, 4, 5 Mal von einem Roundtrip ist, damit es wieder weitergeht, bald weitergeht. 2 mal, 2,5 Mal Roundtrip ist vielleicht eine vernünftige Sache. So, und jetzt muss man noch fragen, wie kriegt eigentlich der Sender raus, wie lang so ein Roundtrip ist? Und die Antwort ist, messen. Und wenn sich die Roundtrip-Zeit über die Dauer der Verbindung, vielleicht brauchen wir eben mehrere Stunden, sondern eine dicke Distribution oder eine Game-Demo, die braucht ja in der Regel 2, 3 Stunden, bis die gesaugt ist aus dem Netzwerk. Dann haben wir also so eine Verbindung für ein paar Stunden vielleicht, weil sich der Roundtrip in dieser Zeit ändern kann, weil das Netzwerk voller wird, weil die Router auf dem Wege, die Warteschlangen einfach voller werden oder leerer werden, müssen wir auch den Roundtrip immer messen und unseren Timeout justieren, zeitlich anpassen. Und dafür gibt es Formeln, die stehen dann auch in den Erläuterungen zu den Protokollen durchaus drin. Wie man diesen Timeout misst und wie man den Roundtrip misst und wie man den Timeout vernünftig wählt. Wir wollen auch nicht den Timeout zu hektisch hin und her schalten, da brauchen wir irgendwie so eine geglättete Funktion. Fragen hier. Ich habe das früher hier schneller erledigt in der Vorlesung, aber in den Prüfungen hat sich herausgestellt, dass die Prüflinge mir dann doch immer wieder gerne den NAC serviert haben. Und da kann man zwar drüber reden, aber eigentlich muss man dann irgendwann auch mal sagen, ja, so toll ist der nicht. Die passive Fehlerkontrolle mit AX funktioniert wohl zuverlässiger. Keine Fragen, weitermachen. Und jetzt gibt es die zweite Möglichkeit, wo ich meine Lateinkenntnisse raushängen lassen kann. A priori Fehlerbehebung, also von vornherein, vorher, vorneweg. Vorneweg bedeutet aber auch, wir müssen irgendwie zusätzliche Informationen mitschicken, sodass der Empfänger aus den Bruchstücken, die er kriegt, die Information restaurieren kann. Zusätzliche Informationen, Redundanz.
Deshalb hat unsere Sprache so viel Redundanz, damit ich hier, wenn ich rede und Ihr Nachbar macht gerade ein Geräusch, gähnen, nein, oder den Korken von der Wand. Wir Menschen Redundanz drin. Audioprobleme? Mhm. Aha. Sind Sie kaum rede ich über Redundanz? Ja. Jetzt hören Sie mal, ob Sie mich noch hören. 1, 2, 3. Es geht wieder. Okay, das Ding hat ein Reset gebraucht. So gehen Informatiker mit Fehlersituationen um, ne? Reset. Also in der Sprache ist Redundanz, in Audio ist Redundanz, damit eben mal ein kleiner Fehler passieren kann und man versteht trotzdem noch, was da gesagt wurde. Was man da sieht. Grundsätzlich ist ja alles, was bei unseren Sinnen ankommt, verrauscht. Und wir wollen mit dem Rauschen umgehen. Und die Forward Error Correction, die packt das genau so an. Die überlegt sich, wir schicken Nachrichten mit Redundanz. Das können wir zum Beispiel so machen, dass man die Nachrichten einfach doppelt schicken. Es gibt auch noch andere raffinierte Überlegungen. Zum Beispiel, wenn wir paketisiert übertragen, könnten wir das Paket schicken, das nächste schicken. A, B und dann schicken wir A XOR B. Das ist gar keine schlechte Idee. Wenn das A verloren geht, können wir mit A XOR B XOR B das A rauskriegen. Wenn B verloren geht, können wir mit A XOR B das B rauskriegen. Und wenn A, XOR, B verloren geht, dann haben wir A und B trotzdem schon. Jetzt haben wir hier 50% Redundanz. Wir schicken 3 Pakete statt 2 Paketen, aber es kann ein Paket wegfallen. Funktioniert. Also wir müssen die Nachrichten vielleicht nicht brutal verdoppeln, sondern ein bisschen mehr schicken. Diese Technik mit dem XOR, die funktioniert auch in anderen Anwendungen gut. So RAID, Arrays und so kann man auch damit basteln. Und vor allen Dingen ist XOR eine billige Funktion. Die kriegt man in der Regel auch im Prozessor für mehrere Bytes in einer Instruktion geschenkt. Das ist nicht geschenkt, aber erledigt. Das ist schon ganz gut. Oder wir könnten Nachrichten in verschiedenen Codierungen senden. Wir könnten uns zum Beispiel überlegen, dass wir das Audio in irgendeiner schönen Form schicken, MP3 mit 192 Kilobit, und da geht mir mal was wieder verloren, natürlich. Und wir schicken noch eine zweite, stärker komprimierte Version mit 32 Kilobit mit. Und wenn uns eins von den dicken verloren geht, dann können wir immer noch das aus der schärferen Kompression nehmen und damit ersetzen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dann würde die Qualität kurzfristig schlechter werden, aber immer noch besser als gar nichts im Lautsprecher, Krachen oder sonst was. Das könnte man auch machen. Das ist auch in verschiedenen Projekten ausprobiert worden. Dieses Nachrichten mit XOR versehen nochmal zu schicken, das gibt es auch schon in vielen Projekten, seit vielen Jahren. Das haben wir auch mal, habe ich auch mal in meiner Diplomarbeit für Screensharing ausprobiert.
eine Alternative ist, und die Alternative, die haben wir sogar schon mal teilweise besprochen, das sind diese Faltungscodes oder Reed-Solomon-Codes. Reed-Solomon-Codes und Faltungscodes helfen gut gegen Bitfehler. Und wenn man es richtig macht mit Interleaving, hilft es auch gegen Burst-Fehler. Gegen Paketfehler hilft es nicht so richtig, weil wir ja diese relativ kompakte Information hinten an die Daten dranhängen. Das machen wir im GSM so mit den Faltungscodes, und auf den Audio-CDs gibt es die Reed-Solomon-Codes. Ohne weiteren Kommentar. In einem Projekt zur internetbasierten Übertragung von Audio- und Videoströmen von MPEG-Daten ist das zum Beispiel mal ausprobiert worden vom Herrn Albanese und anderen in Berkeley. Das heißt Priority Encoded Transmission. Und wenn man sich ein bisschen mit Videokompression MPEG 2 und so weiter auskennt, da gibt es verschiedene Frame-Typen. Da gibt es die, die ganz wichtig sind, die iFrames. Das sind die Stützbilder. Da gibt es so 4, 5 pro Sekunde. Und wenn die verloren gehen, wenn so ein iFrame verloren geht, dann ist 300, 400 Millisekunden vom Video weg. Also wahrnehmbar weg. Wenn ein P-Frame verloren geht, das ist nicht so schlimm. Da haben wir immerhin noch diese iFrames, die von alleine stehen können, mehrmals pro Sekunde. Da haben wir wenigstens noch 3, 4 Bilder. Eine schlechtere Framerate, aber immerhin. Und wenn die B-Frames verloren gehen, na, dann ist 1/25 Sekunde weg. Oder 1/30 Sekunde weg. Das merkt man gar nicht beim Gucken. Also müssen wir die B-Frames und die P-Frames besser schützen, um das... Ja, als die B-Frames. Insgesamt überträgt er also die eigentlichen komprimierten Nutzdaten und noch ein bisschen mehr an Redundanz, das sich so zusammensetzt. Und das nennt er eben Priority Encoded Transmission. Die Priorität für den I-Frame und den P-Frame ist höher als die von dem B-Frame. Selektive Redundanz für wichtige Komponenten. Eigentlich muss man auch sagen, generell zu dieser Redundanzgeschichte, a priori Fehlerbehebung. Im Internet funktioniert das nicht so richtig toll. Warum? Denken wir an Router. Was ist die Fehlersituation? Warum gehen Pakete im Internet verloren, wenn die Router-Warteschlangen überlaufen? Also Fehler entstehen erst nur dadurch, dass wir eine leichte Überlast haben. Und wenn ich hier den gelben Kasten ansehe, der nach oben drauf kommt, ist es sehr egoistisch, was da gemacht wird bei den Priority Encoded Transmission, denn dadurch treibt man das Netz ja erst richtig in die Überlast, wenn wir hier 20-30% mehr Verkehr generieren. Also es ist ein egoistischer Ansatz, formulieren wir mal so. Und wenn alles machen, dann müssen die Netzwerkprovider dickere Router kaufen und dickere Leitungen verlegen. Ich will nicht sagen, dass es eine dumme Idee ist, eigentlich finde ich es schön und interessant und es gefällt mir, aber es ist natürlich schon ein bisschen selfish. Wir waren jetzt schon an dieser Grenze zur Überlast. Und jetzt wollen wir uns in diesem Kapitel Kapazitäten managen, darum kümmern, welche Überlastsituationen gibt es und wie können wir unsere angebotene Last oder auch das, was wir dem Netzwerk zumuten, so steuern auf der Protokollebene, auf der Transportebene, dass es keine Überläufe oder weniger Überläufe gibt. Also dass dieser Engpass nicht entsteht. Und der erste, ich bin versucht zu sagen, der einfache Fall, zumindest für ein End-to-End-Protokoll einfach zu managen, das ist die Flusskontrolle.
Beim Flusskontrolle, da geht es darum, dass der Sender dem Empfänger Daten schickt, dass der Empfänger diese Daten verarbeiten muss. Hier nehmen wir mal das Bild. Da gibt es hier den dicken Rechner. Diese Zeichnung, die ist auch schon aus von vor vielen Jahren. Die hat mein Doktorvater gemacht, der Peter Schultes, und in der Vorlesung benutzt. Und ich habe es dann hier nochmal überarbeitet und nachgezeichnet. Das ist schon meine Zeichnung, aber so ähnlich hat es der Peter Schultes auch benutzt. Und das steht auch ein bisschen aus historischen Gründen drin. Nehmen wir mal an, das hier ist ein dicker Server. Der hier hat sogar noch ein Magnetband. Ne? So sah das früher aus. Magnetbandlaufwerk. Als historische Reminiszenz. Und auf der anderen Seite hat es hier einen Arbeitsplatzrechner. Im Verhältnis schmächtig. Da ist eine Festplatte drin, die nudelt nach Kräften. Aber wenn der hier seine dicke, schnelle Festplatte, sein dickes RAID anwirft und über ein dickes Netzwerk hier die Bytes überträgt, dann kann das durchaus sein, dass der hier nicht hinterherkommt mit dem Bytes auf die Festplatte schreiben. Dann würde der Eingangspuffer hier irgendwann überlaufen, irgendwann würden Pakete verloren gehen. Na, den einfacheren Fall ist, ne? Empfänger kann nicht schneller schreiben, kann nicht schneller die Daten loswerden. Zum Beispiel ein Drucker, der auf Papier druckt. Ich meine, den können Sie schon mit einem einfachen läppischen PC überfordern. Ja, so viel Papier kriegt so ein Tintenstrahler eben nicht vom Fach mit dem weißen Papier in das Fach mit dem bunten Papier. Der braucht halt pro Seite 20 Sekunden und die Information von der Seite zu übertragen ist in einer halben Sekunde oder so ähnlich oder eine Sekunde erledigt. Also brauchst du eine Möglichkeit, damit das langsame Gerät den Datenfluss steuern kann. Und deshalb hat er hier die Hand hingemalt, halt. Gemach. Oder auch, wenn das Anwenderprogramm in irgendeiner Form die Daten, die da kommen, rendert. Vielleicht auch, weil er das Video nicht im Zeitraffermodus anzeigen will, sondern wirklich nur 30 Frames pro Sekunde, 25 Frames pro Sekunde anzeigen möchte. Und der es aber vielleicht schneller schicken kann. Da gibt es explizite Flusskontrollbefehle und wir hatten schon welche kennengelernt, das Receiver Ready und das Receiver Not Ready. Das haben wir beim HDLC gesehen. Kommen wir wieder auf das HDLC zurück. Naja, im Terminal-Modus, das kennen die Telnet-Freunde von Ihnen wahrscheinlich auch, Ctrl-S und Ctrl-Q, X on, X off, damit kann man mal das Listing oder so ähnlich unterbrechen und dann wieder fortsetzen. Das ist auch so eine Art der Flusskontrolle. Und die andere Art ist implizite Flusskontrolle. Der Empfänger, der kann zum Beispiel Bestätigungen zurückhalten. Wenn wir vorher vereinbaren, ich kriege ein Paket und ich muss es bestätigen, und das geht mir aber zu schnell, die Frequenz der Pakete ist zu hoch, ich kriege es nicht so schnell verarbeitet, dann kann ich doch auch das Paket erst bestätigen, wenn ich mit der Verarbeitung fertig bin. Bestätigung zurückhalten. Dann kriege ich auf keinen Fall so einen Überlauf. Aber Vorsicht, Bestätigung nicht zu lange zurückhalten, denn der andere hat sich ja viel Mühe gegeben mit dem Timeout. Obwohl, wenn ich die Bestätigung zurückhalte, dann merkt er, dass der Roundtrip-Delay länger wird und passt sich auch an. Also die Technik funktioniert schon, Bestätigung vielleicht nicht zu lange zurückhalten, Vorsicht, wegen dem Timeout, aber wenn ich das gemächlich mache und immer ein bisschen weiter ausdehne, den Roundtrip sozusagen länger mache, dann kann ich da schon vernünftig diese implizite Flusskontrolle hinkriegen. Also die Bestätigung, die kann man gut benutzen für Flusskontrolle. Wenn die Anzahl ausstehender Bestätigungen irgendwie eine Obergrenze hat. Das wollen wir jetzt dann noch ausnutzen. Das nennt man Fenstertechnik. Wir machen Sender und Empfänger
wir machen eine kleine Vereinbarung. Die Vereinbarung ist, der Sender kann dem Empfänger, wenn wir zum Beispiel Sequenznummer von 0 bis 7 haben, nur drei, das hatten wir ja schon beim HDLC, nur drei Pakete schicken, bevor er wieder Bestätigungen braucht, damit er weiterschicken kann. Das nennt man auch gerne kreditbasierte Flusskontrolle oder fensterbasierte Flusskontrolle, Übertragungsfenster, Window. Und na, die Idee von so einem Sliding Window, die ist, mit dieser Sequenz, das können Sie mit allen Sequenzen mal machen. Wir vereinbaren die Anzahl, das Fenster ist die Anzahl unbestätigter Pakete oder auch ausstehende Bestätigungen. Wir als Sender schicken mal diese drei Pakete mit den Sequenznummern 0, 1 und 2. Und dann warten wir. Wir warten, bis der andere uns eine Bestätigung schickt. Wenn der uns den 0 bestätigt, dann verschieben wir dieses Fenster um 1. 1 und 2 haben wir schon geschickt. 3 können wir jetzt schicken. Wenn der andere uns gleich 0, 1 und 2 bestätigt, dann schieben wir dieses Fenster hier rum, sehen 3, 4 und 5 sind jetzt offen und wir schicken sie, wenn wir sie haben. Wenn wir Sequenznummer Modul 8 haben, können wir natürlich nicht das Fenster größer als 7 oder so kriegen. Kann man sich auch überlegen. Denn es muss ja eindeutig sein, wenn er dann das Paket 0 bestätigt, dann muss ich ja das auf das hier beziehen und nicht das auf 1 weiter rum. Also, und er muss ja auch immer bestätigen, was er als nächstes erwartet. Also so locker geht das nicht. Dass wir das zu groß machen. Durch die Sequenznummerngröße wird auch unser Fenster limitiert. Das ist eben so. Wenn das Fenster nicht ausgeschöpft ist, ein bisschen offen steht, dann können wir was senden. Wenn das Fenster zu ist, dann können wir keine Daten da durchwerfen. Ich habe hier so ein kleines Stückchen, so eine Idee, wie man das managen kann im Empfänger. Entschuldigung, im Sender. Im Sender. Ich habe das hier auf zwei verschiedene Arten. Ja, beide Möglichkeiten mal eingebaut mit AX und mit NAX. Man kann natürlich so einen Mechanismus haben, dass man auch NAX in Empfang nimmt. Worüber wir aber uns ganz im Klaren sein müssen, ist, dass es ohne den grundlegenden Mechanismus ACK nicht geht. Hier dieses, das ist noch in Pascal formuliert, aber Sie als C-Programmierer können das natürlich auch irgendwie verstehen, was da steht, wenn auch vielleicht jetzt nicht selber aktiv schreiben. Aber es ist vielleicht auch ganz lustig, dass wir ein anderes Stück Programmiersprache sehen. Also falls ein Paket ankommt, dann wollen wir, das Paket angekommen ist, dann wollen wir mal abhängig von dem Pakettyp, ob es ein ACK oder ein NAC ist, was tun. Wenn es ein ACK ist, dann zählen wir unser Fenster 1 rauf. Wenn es ein NAC ist, machen wir noch hier Retransmission von dem, was der sagt, was er nochmal haben möchte. Naja, ist okay. Und dann gibt es vielleicht noch andere Fälle für unsere Protokollmaschine, die wir bearbeiten müssen. Das ist übrigens was ganz Typisches für so eine Protokollimplementierung. Wenn ein Paket gekommen ist, dann kommt ein Case-Statement und wir werten aus, was es für ein Paket ist, was es für eine Nachricht ist. Wenn man das Case-Statement überhaupt für irgendwas benutzen kann, dann für sowas, um Ereignisse, Events abzuarbeiten. Event ist passiert, wir unterscheiden, was ist für ein Event. Und wenn Sie in ein Protokoll schreiben, dann steht da ganz bestimmt ein Case-Statement drin. Ja, also gut, Sie können es auch anders programmieren, wenn Sie es mir richtig zeigen wollen, aber muss ja vielleicht nicht sein. So, falls ein Paket startklar ist, ne, Paket an der Stelle Buffer-Index, ready ist true und außerdem das Übertragungsfenster größer 0, hier ist es ja gerade eins raufgezählt worden, dann zählen wir das Übertragungsfenster wieder runter,
schicken das Paket und inkrementieren den Buffer. Naja, Buffer-Index ergibt sich zu Buffer-Index plus 1 modulo Transmit Buffer Size. Ne? Und wenn der Buffer gerade 8 oder 16 oder 32 oder 64 Einträge hat, dann kann man das auch mit dem AND hinschreiben und sich freuen, dass man es so effizient implementiert hat. Braucht es aber nicht. Nein, das hier tut es auch gut. Ja. So, also wir müssen einerseits das Vergrößern des Fensters hinkriegen und andererseits das Übertragen, wenn das Fenster ein bisschen offen steht. Solange das Fenster offen steht, können wir hier übertragen. Hier außen drumherum brauchen wir natürlich noch eine schöne Schleife. Ich hätte jetzt hier eigentlich reinbauen können, solange das Window größer 0 ist, Window 1 runter und Paket schicken. Naja, das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Ich wollte auch klar machen, dass man zwischendurch mal wieder gucken muss, was sich getan hat, und dann macht man hier weiter. Also so eine Schleife hier drum. Unter der Annahme, dass dieses Pack-In, diese Funktion, die herauskriegt, ob es ein Paket gegeben hat, wenn die nicht blockierend ist. Wenn die blockierend ist, ist das hier dann keine gute Idee mehr. Aber ich bin ja sowieso ein Fan von nicht blockierendem asynchronen Programmieren. Oder ganz einfach deshalb, weil man auf diese Weise anständig Parallelität hinkriegt. Na gut. Also, das mit der Fenstertechnik ist schon fast erzählt jetzt. Was ich noch machen kann, ist, ich kann ein unterstützendes Beispiel bringen und zeigen, wie man es dann am vernünftigsten macht. Den Mechanismus, den wir uns jetzt gerade überlegt haben und warum das was bringt. Also, hier bei unseren Achs enthält das Paket, also sind dieses ACK, die Nachricht ACK, enthält die Sequenznummer des vom Empfänger erwarteten Paketes, beziehungsweise Bytes. Das kann man auch mit Bytes machen. Nehmen wir mal an, der A und der B, die wollen miteinander kommunizieren. Der hier schickt den I, die Information, das Informationspaket mit der Sequenz Nummer 0. Fenstergröße ist 1, dann war es das jetzt und er muss warten, bis es eine Bestätigung gibt. Und als nächstes erwarte ich das Paket oder das Byte mit der Nummer 1. Ne? Wenn wir hier 500 übertragen, dann müsste das hier eben von 0 bis 499, dann müsste eben hier 500 drinstehen. Dann geht es da weiter. Ne? So, dann hier 1, dann erwarte ich jetzt 2, der schickt 2, der sagt, er erwartet 3, der schickt 3. Warum habe ich das hier rot gemalt? Weil mich die Distanz interessiert vom ersten bis zum dritten, von dem Index 0 bis Index 3, also vom ersten bis zum vierten. Wenn ich so übertrage, beim Fenster mit der Größe 3, 0, 1, 2, der sammelt hier mal auf und wenn das Fenster ausgeschöpft ist, dann schickt er hier eine Bestätigung oder er schickt eine Bestätigung nach einem Timeout. Dann können wir zu diesem Zeitpunkt, also nach den Dreien plus den Roundtrip von dem letzten hier, können wir da wieder schicken. Wir haben also jetzt, naja, mit der Fenstergröße 3 unter der Annahme, dass die Übertragung hier, der Durchsatz vorhanden ist und nichts verloren geht, ja, schon doppelt so schnell übertragen, wenn wir uns das hier so angucken, ne? von hier bis hier. Es geht aber noch mal ein bisschen besser, und das sieht man hier dran. Wenn wir gleich hier an dieser Stelle bestätigen, dass der Paket mit der Nummer 0 angekommen ist, dann können wir an dieser Stelle hier, könnten wir schon wieder schicken, beziehungsweise an dieser Stelle hier. Ich habe das dann mal hier für diese Stelle hingemalt. Wir könnten sogar hier schon schicken. Angekommen und wir übertragen gleich. Und es ist nochmal die Zeit, bis wir den I3 schicken können, nochmal reduziert worden. Eigentlich erscheint es schlau, Bestätigungen aufzusammeln. Tatsächlich ist es aber schlauer, sofort zu bestätigen, wie Sie hier sehen. Zumindest, wenn uns der Durchsatz interessiert, wenn wir es eilig haben.
Also wir schicken nach dem Arc weiter, bis das Fenster erschöpft ist. Und wir hoffen, dass wir möglichst bald die Arcs kriegen, damit wir schon weiter schicken können. Und in dem Fall, wo wir wirklich Durchsatz brauchen, ist es wichtig, dass wir schnell Bestätigungen kriegen. Also zum Beispiel, wenn wir eine dicke Datei übertragen. Unsere Bestätigungen, die von der Fehlerkontrolle, eigentlich für die Fehlerkontrolle gemacht sind, die benutzen wir jetzt auch noch für die Flusskontrolle. Da könnte man jetzt sagen, das ist aber gar nicht so schön, weil wir da ja zwei Mechanismen vermischen. Das eine ist die Fehlerkontrolle, das andere ist die Flusskontrolle. Also, dem muss ich auch zustimmen, das ist vielleicht nicht so toll, vielleicht sollte man diese Mechanismen auch nochmal auseinanderziehen. Also so einen separaten Bestätigungsmechanismus für die Flusskontrolle haben, getrennt von dem Fehlerkontrollmechanismus, ist vielleicht vernünftig. Und den Flusskontrollmechanismus, den brauchen wir, auch wenn wir auf Fehlerkontrolle verzichten. Und was natürlich schon hässlich wäre, wäre, wenn man die Fehlerkontrolle nicht haben will, sagt, die schalte ich ab, dann auch die Flusskontrolle verliert. Das wär ungut. Na schön. Wenn man, ja, hier steht W-Größe 1, Fenstergröße 1 reduziert Roundtrip, das stimmt natürlich eigentlich nicht. Hier ist das, sind die Unterlagen ohne die Audiospur vielleicht irreführend, ne? Ohne die Tonspur. Eigentlich sollte man sagen, reduziert die negative Auswirkung des Roundtrip-Delays auf den Durchsatz. Und wir müssen uns auch überlegen, wenn der Roundtrip-Delay groß ist, reicht vielleicht die Fenstergröße 3 nicht, da brauchen wir vielleicht ein größeres Fenster. Je größer der Roundtrip ist, desto größer müssen wir das Fenster wählen. Je länger der Roundtrip ist, desto größer müssen wir das Fenster wählen, um den Durchsatz hoch genug zu halten, damit die Pipeline auch vollgestopft ist. Ja, denn wenn wir eine Gigabit-Leitung haben, die ein paar tausend Kilometer lang ist und die Fenstergröße ist nur 3, dann kriegen wir die niemals saturiert, diese Gigabit-Leitung. Dann schicken wir 3 von diesen Dingern und es braucht eine ganze Weile, bis das rumgelaufen ist. Ja, wenn die 10.000 Kilometer lang ist, dann ist der Roundtrip 20.000 Kilometer. Das ist 100 Millisekunden. Und in 100 Millisekunden könnten wir bei einer Gigabit-Leitung immerhin 100 Megabit übertragen. Wenn unsere Frames aber nur 1500 Byte groß sind, dann sehen Sie schon, dass wir ein Problem haben. Ja, wir könnten also durchaus auch eine Rechnung anstellen. Wie groß muss denn das Fenster sein bei 1500 Byte großen Frames, damit wir eine Gigabit-Leitung saturieren können, also voll kriegen? Das ist eine durchaus interessante Übungsaufgabe. Das Verhältnis von Roundtrip-Delay, Durchsatz und Fenster. Diese Beziehung. Und als nächstes möchte ich noch was über die Verstopfungskontrolle sagen. Die Verstopfungskontrolle ist was anderes als die Flusskontrolle. Es hat beides damit zu tun, dass irgendwo Puffer überlaufen und dass man den Datenverkehr bremsen muss, damit die Puffer nicht überlaufen, das war es aber auch schon. Verstopfung ist ein Phänomen im Netzwerk. Flusskontrolle ist was wir machen zwischen Endgeräten. A, B, das ist hier der Zwischenknoten X, der Zwischenknoten Y, der Zwischenknoten Z.
Verstopfungskontrolle, ich nehme jetzt Farbe. Das hier, der Puffer hier, ist die wird mit der Flusskontrolle gemanagt. Der Datenfluss für den Puffer hier. Der Datenfluss, mit dem wir den Pufferüberlauf hier verhindern, oder den Mechanismus, mit dem wir Pufferüberlauf hier verhindern, das ist die Verstopfungskontrolle. Vielleicht soll ich das Bildchen mal hier einfügen, aber ich sage ja immer, Audio ist wichtig für die Unterlagen, für das Vorbereiten auf Showtime. Puffermangel in den Routern, naja, der kann aus zwei Gründen existieren. Vielleicht hat der Router wirklich zu wenig Speicher. Aber der Hauptgrund für den Puffermangel bei einem Router ist, dass die Leitungen zu dünn sind, die da rausgehen. Wenn die Leitungen zu dünn sind, dann können Sie so viel RAM in den Router reinstecken, wie Sie wollen. Irgendwann mal gibt es einen Überlauf. Wenn die angebotene Last für einen Port zu groß ist, dann ist es egal, wie groß der Puffer ist, irgendwann läuft er über. Also ein Petabyte in den Router reinstecken nützt auch nichts, wenn die Leitung zu dünn ist. Leitungsengpässe führen in der Regel zu Puffermangel und dann gehen Pakete verloren und das muss man irgendwie wegkriegen. Die drei relevanten Kurven, ja, wenn die angebotene Last steigt, dann steigt auch die Anzahl übertragener Pakete und irgendwann sind wir an der Kapazitätsgrenze. Ideal ist dieser Verlauf. Na, ideal heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich nicht kriegen. Erwünscht ist das hier, so eine angenehme, graceful, gnädige Annäherung an die Obergrenze. Aber dummerweise können wir im Verstopfungsfall gerne auch mal das hier. Und wie das entsteht, ist ganz klar. Alle senden so gut, wie sie können. Es geht ein Paket verloren. Alle merken es nach dem Timeout und fangen nochmal schicken an. Wie die Wilden. Und sobald sich wieder was tut, weiter. Und die Benutzer tragen übrigens auch bei. Warum geht es nicht voran? Will es rumklicken. Reload und so weiter. Und dann geht der Schlamassel erst richtig los. Also eigentlich ist die Software an den Endgeräten, wenn man nichts macht, gerade so. Und der Benutzer gerade so, dass wenn es mal eng wird, dann wird es richtig eng. Und dagegen müssen wir was tun. Und deshalb stehen auch in den die meisten Ausrufezeichen in der Protokollspezifikation in dem Teil über die Verstopfungskontrolle. Darf nicht, muss und Ausrufezeichen hinten dran. Verstopfung ist ein Phänomen im Netz. In den Endknoten haben wir keine Verstopfung, sondern haben wir Pufferüberlauf, einfach nur, um das jetzt mal anders zu bezeichnen, damit das sauber auseinandergezogen ist. Um um die Verstopfungskontrolle durchzuführen, müssen wir eigentlich irgendeine Form von Kommunikation vom Netzwerk und den Endknoten haben. Wir müssen erfahren, dass verworfen wird und wir müssen uns dann darauf einrichten und die angebotene Last reduzieren. Im Augenblick ist gerade so, dass die angebotene Last wenn man da naiv rangeht, dann wird die angebotene Last gerade vergrößert in dem Augenblick, wo es eine Verstopfungssituation gibt, wo das Netzwerk SDUs verwirft. Ne? Wie reagiert das Endgerät, wie reagiert der Benutzer, wenn was verloren geht mit Gezappel?
Und wir wollen dann am TCP uns das auch nochmal anschauen. Das wird dann aber wohl nächstes Mal stattfinden. Ich habe jetzt dann ein Kapitel, wo wir über Beispiele reden. Und das erste Beispiel ist natürlich das TCP heutzutage. Früher hat man vielleicht über das TP4 gesprochen, das Transportprotokoll Nummer 4 aus dem ISO-OSI-Stack. Ich habe da nie drüber gesprochen, irgendwie hat mir dieser ISO-OSI-Stack niemals so gut gefallen, dass ich da gerne drüber referiert hätte. Das TP4 ist auch ein Protokoll, dass man, also Transportprotokoll, die Klasse 4 aus dem ISO-OSI-Stab, ist eigentlich was man einem Studenten oder einer Studentin in der Vorlesung nicht zumuten sollte. Das TCP, ja, das ist gar nicht so schwer, das ist ziemlich einfach. Es kommen eigentlich dann hinten dran noch, was hinten dran in den Nachfolgern von diesem RFC 793, in dem das TCP aufgeschrieben worden ist, noch massenweise Änderungen, Verbesserungen, herumschrauben, machen wir doch das besser so und dann geht es besser. Und außerdem haben wir dann noch einen Fehler entdeckt, den müssen wir jetzt auch noch beheben. Also da gibt es jede Menge Nachfolger. Das TCP, das geht zurück auf den Vinton Cerf und den Robert Kahn. Der Vinton Cerf, den sieht man immer noch mal auf Tagungen, eigentlich ziemlich viel, hält Vorträge, in Amerika auch gerne mal im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob Sie den schon mal irgendwo gesehen haben, ich habe den mal auf einer Tagung kennengelernt. Ein älterer, grauhaariger Gentleman mit grauem Bart, sehr unterhaltsam und ja, klug, verbindlich und angenehm. Ausgesprochen angenehm fand ich ihn immer. Der ist jetzt, glaube ich, bei Google Internet Evangelist oder sowas. Der war auch mal bei irgendeinem großen Netzwerkprovider, MCI oder sowas, weiß nicht mehr genau. Vorstand. Der hat also auch nach seiner Forscherkarriere, in der das TCP sich ausgedacht hat, der war an der USC, da in der Kleinrohrgruppe, hat er dann Karriere gemacht. Auf den geht das, den und den Bob Kahn geht das zurück. Und die haben auch schon alle Medaillen für Informatiker, die man so kriegen kann, und Ehrungen abgeräumt. Das TCP, das muss man aber auch sagen, das stammt aus der Anfangszeit, frühen Mittelalter der Rechnernetze, zumindest von heutzutage im Rückblick. Und da ist schon auch manches drin, was man heutzutage vielleicht anders machen würde. Was man aber jetzt nicht anders machen kann, wenn man noch kompatibel sein will. Wir haben in den 40 Jahren oder so ähnlich, seitdem das gemacht worden ist, das TCP spezifiziert worden ist, schon auch noch ein bisschen dazugelernt. Deshalb muss man, ich werde hier auch im Verlauf, wenn ich dann nächste Stunde darüber spreche, über das TCP, auch ein bisschen herummeckern dran und sagen, das ist nicht so gut. Das muss man aber natürlich in der Perspektive sehen. 1973 war das schon ziemlich gut und man darf auch nicht vergessen, dass das gemacht worden ist, um ein spezielles Problem damals zu lösen und dieses ARPA-Netzwerk vernünftig zu machen. Und natürlich haben die beiden, der Windsurf und der Bob Kahn, nicht daran gedacht, dass das 40 Jahre lang und dann wahrscheinlich noch 50 oder 100 Jahre lang weiter im Internet benutzt wird und überhaupt für alles benutzt wird. Wenn die darüber nachgedacht hätten, dass das auf der Welt milliardenfach implementiert sein wird und dass 90% des Kommunikationsverkehrs damit abgewickelt wird, dann hätten sie sich vielleicht auch nochmal hingesetzt und nochmal länger nachgedacht, ob man nicht das eine oder das andere auch noch anders machen kann. Also es ist ein klassischer Fall von Software bzw. Spezifikation, die sich viel länger gehalten hat, als das die Autoren gedacht haben. Das ist schön
Und in diesem Sinne ist das TCP von denen super gut geworden und deshalb haben die auch all diese Medaillen verdient. Es hat nämlich lange gehalten und es wird auch noch lange halten. Da ist viel Mileage, wie man in Amerika sagen würde. Damit möchte ich für heute die Vorlesung beenden und beim nächsten Mal sprechen wir dann wirklich über den TCP im Guten und im Schlechten. Ich bedanke mich und wünsche noch eine angenehme Woche.